So, heute ist ein Spezialkapitel. Jetzt schauen wir uns die drei Funktionen an. Welche drei Funktionen sollen das sein? Ja, eine Funktion, eine Ableitung und dann noch eine Ableitung dieser Funktion. Und was die Funktionen miteinander wieder zusammenhängen. Das Ableiten ist, glaube ich, jetzt kein Problem mehr. Naja, die Hochzahl nach vorne geben, die Sechstel von der Klammer kann man stehen lassen, ergibt also dann den Dreier und die Hochzahl um 1 niedriger machen und so weiter. Also das ist jetzt nicht das Problem, aber schauen wir uns die Funktionen an, wie die überhaupt eigentlich zusammenhängen. Was macht also die eine Funktion zur anderen? Ich habe die erste Funktion, also diese Funktion dritten Grades, hat also typisch, besteht ja sozusagen aus drei Strichen, die hintereinander angefügt sind mit auf, ab und wieder auf. Okay, ja, und jetzt wollen wir uns anschauen, wie wir also das jetzt zusammenhängend haben mit den Ableitungen. Das heißt, wir wollen uns anschauen, besondere Punkte, also dieser eine Punkt hier und dieser eine Punkt, den nennen wir also jetzt hier der Hochpunkt und da ist das Besondere, eben halt, dass hier eine Steigung waagrecht ist, ebenso beim Tiefpunkt. Das heißt also, wenn ich mir die Steigung hier anschaue, ist die gerade 0, da steigt nichts auf und da steigt nichts ab. Okay, deswegen müssen wir dann hier in der Ableitung, das ist hier der Strich für die erste Ableitung, eine Nullstelle haben. Wenn hier ein Maximum ist, also ein Hochpunkt, haben wir hier eine Nullstelle in der ersten Ableitung. Ebenso bei hier, beim Tiefpunkt, haben wir hier auch eine Nullstelle. Gut, wir schauen uns jetzt diesen Punkt hier an. Wenn ich mir also hier die Steigung anschaue, also der Skifahrer fährt also hier, das ist also hier der steilste Steilpunkt, nenne ich das gerne. Steilster Steilpunkt. Keine offizielle Bezeichnung, aber es ist sehr steil. Also deswegen steilster Steilpunkt, merkt man sich ganz gut, SS. Und hier habe ich die Steigung, also wenn ich 1 nach rechts gehe, würde 1 nach unten gehen ungefähr. Das heißt, ich habe die Steigung hier ungefähr minus 1. Das heißt, ich muss von der Achse hier minus 1 hinuntergehen. Da bin ich dann hier, bei diesem steilsten Steilpunkt. Und jetzt kann ich also diese Ableitungsfunktion miteinander noch verbinden, diese Punkte. Und dann schaut es also so aus. Hoppala. Das soll also jetzt hier eine Parabel werden, weil hier hoch 2 ja ist, wird das also hier eine Parabel. Ja. Damit können wir also jetzt aus der Nullstelle der ersten Ableitung auf den Hochpunkt hier schließen. An der gleichen x-Stelle muss also der Hochpunkt sein. Okay, machen wir den Punkt dazwischen. Wunderbar, oder Tiefpunkt und hier eine Nullstelle. So, und jetzt geht es aber in die zweite Ableitung, jetzt wird es spannend. Also, wir schauen uns das jetzt an, wieder. Diese Funktion hat also hier einen Tiefpunkt. Aha. Hier hat es einen Tiefpunkt, das heißt, hier haben wir die Steigung wieder 0. Das heißt, in der Ableitung, wenn ich von hier in die nächste Ableitung gehe, muss dort eine Nullstelle sein. Aha, ja und dann, wenn ich hier nach rechts gehe, sehe ich, also hier habe ich eine positive Steigung. Also hier haben wir eine Plussteigung und wenn ich hier schaue, da haben wir eine Minussteigung. Also da geht es aufwärts, da geht es abwärts. Das heißt, hier haben wir eine Minussteigung. Und habe also hier jetzt den Punkt eingezeichnet, okay. Und das ergibt das jetzt hier, weil die zweite Ableitung lineare Funktion ist, also eine Gerade. Aber hier haben wir schon die wichtigen Zusammenhänge. Das heißt, dort wo es also in der zweiten Ableitung eine Nullstelle ist, haben wir in der ursprünglichen Funktion einen Wendepunkt. Aha, also das steilste Steilpunkt heißt also auch noch Wendepunkt. Werden wir uns noch einmal anschauen. Ist gleich Wendepunkt. Ja, die zweite Ableitung dient also dazu, um hier den Wendepunkt bei der ursprünglichen Funktion zu bekommen. Ja, was hat sie denn noch für eine Bedeutung? Ich kann auch hier mit der zweiten Ableitung zwischen diesen zwei Nullstellen, die eigentlich ja nicht unterscheidbar sind, ob jetzt hier dazu ein Hochpunkt oder ein Tiefpunkt zugeordnet ist, kann ich mit der zweiten Ableitung schon entscheiden, weil hier beim Tiefpunkt habe ich ein Plus stehen, einen positiven Wert in der zweiten Ableitung, Tiefpunkt, positiv, und hier bei dem Hochpunkt ein Minus. Aha, super.
Das heißt, wenn ich mir das jetzt noch einmal ein bisschen veranschaulichen möchte, dieses Plus ist also ein Smiley, das also jetzt hier so ausschaut. Ein positives Smiley. Lächelt es. Und ich habe das noch nicht ganz zusammengekriegt. Und ein negatives Smiley. Ein negatives Smiley schaut hier also so aus. Ja. Das heißt, Minus in der zweiten Ableitung heißt, wir haben einen Bruchpunkt. Ja, das heißt also auch noch, dieses Ding heißt noch Krümmung. Also hier die Krümmungsfunktion, das ist jetzt noch die Krümmung. Also mit der zweiten Ableitung kann man hier eine positive Krümmung, das wäre also eine Linkskrümmung, oder eine negative Krümmung, also das wäre eine Rechtskrümmung, hier ablesen bei der ursprünglichen Funktion. Also damit haben wir also die Beziehung zwischen zweiter Ableitung und der ursprünglichen Funktion hier gewonnen. Und dieser Wendepunkt ist eben halt die Grenze zwischen der einen Krümmung und der anderen Krümmung. Also wir haben auch noch Betrachtungsweisen nicht nur von Steigungen, so, sondern auch von Krümmungen. Und damit können wir also auch Kurvenkrümmungen hier schön untersuchen. Ja, noch einen Zusammenhang. Wenn ich mir hier ein Auto vorstelle, so ein Auto. Gut, das wird jetzt der Taschenrechner. Der wird jetzt ein Auto. Wenn ich also jetzt hier eine Rechtskurve hier fahre, von oben aus gesehen, habe ich hier einen Punkt, da muss ich also hier nach rechts lenken, muss ich also dann hier anfangen nach links zu lenken. Das heißt, hier haben wir wirklich also das, was sich hier Wendepunkt nennt, weil ich hier von Rechtskurve auf Linkskurve wenden muss. Also auch hier ein weiterer Zusammenhang. Ja, und damit können wir also die Kurvendiskussion wunderschön bearbeiten. Indem ich also hier, wenn ich die Nullstellen der ersten Ableitung bilde, dann habe ich die x-Werte für den Hoch- und Tiefpunkt. Mit der zweiten Ableitung kann ich unterscheiden, ob Hoch- oder Tiefpunkt. Und außerdem mit der zweiten Ableitung, wenn ich dort die Nullstelle mir berechne, dann kann ich den Wendepunkt oder den steilsten Steilpunkt, je nachdem. Es wird also gerade gerne also diese steile hat hier gerne in den Textaufgaben hier verwendet. Deswegen ist es wirklich wichtig, das sich als steilsten Steilpunkt auch noch zu merken. Abgesehen von dieser Wendemethode. Gut, das war's.